Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Das ist kein Anwesenschaft, glaube ich, nicht genau. Noch ein Tag. Mein Gott, die Einleitungen werden immer besser. Ja, so ein kleines Update zu Berg. Hätte ich mir jetzt mal gedacht. Ich weiß, denken ist nicht so gerade die größte Fähigkeit, die ich besitze. Aber ich gebe mir Mühe. Aus dem einfachen Grund wegen diesen Kollegen hier oben. Ja, ich habe jetzt diesen komischen Verräter-Typi jetzt mal fertig machen können. Der kommt nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Der kostet 20 Runi, Scheiße. Muss ich trotzdem kaufen, sonst wird das bald nichts mehr hier mit dem Müll. Den nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir einfach mit. Arschlecken. Dann sammeln wir erstmal alles ein, was wir hier so einsammeln können. Und dann werde ich euch erstmal auf ein Update bringen. Was wie weit ist und pipapo, weil langsam bin ich in einer misslichen Lage, dass ich nicht mehr weiß, was ich überhaupt machen soll, was ich zuerst machen soll und bla bla. Und putz, da ist mein zweiter Holzakadau. Halt, zack, Hakadu. So, verdammt, ich noch eins. Hakadu heißt das Vieh. Und ein bisschen hoch. Ich muss ein bisschen raus, damit man hier die Marke nicht sieht. Deswegen fehlt ein bisschen was von oberen und unteren Rand. Wir haben hier eine neue Brücke. Dafür brauchen wir 1 Million Holz. Was möglich wäre, da ich auch mein Holzlager aufgerüstet habe auf 1 Million. Jetzt müsste ich noch das Fischding hier aufrüsten, bis ich dann halt die 1 Million kriege. Dafür brauche ich aber 575.000 Holz. 565.000 Holz. Dann müsste ich meine Akademie eigentlich mal aufbessern, was aber 570.000 Holz kostet. Und ja, es ist langsam etwas schwierig, Holz ranzukriegen, weil ich nicht genug Leute habe, die Holz mir mal hier ranschaffen können. Und jetzt haben wir noch 5,5 Stunden oder 4,5 Stunden unterwegs. Das heißt, wir müssen erstmal ohne ihn zurechtkommen. Und hier haben wir Drago zum ersten Mal. Das ist Berg, aber nicht mehr lange. Wikinger und Drachen leben hier zusammen. Wie abscheulich. Solch ein Ort sollte gar nicht existieren. Statuiert ein Exempel an Berg und zeigt der Welt, was passiert, wenn man sich auf der Seite der Drachen schlägt. Attacke! Wie er immer schreit, keine Ahnung. Vernichte Flotte 51 sind wir jetzt also dementsprechend. Klatschen uns unsere drei besten Drachen hier hinne. Und haben damit eine hervorragend. Ich freue mich, wenn ich auf jeden Fall den Hackerdau mal trainieren kann, weil jetzt kann ich auch genug Holz sammeln dafür. Was aber auch 500.000 Holz sind, um ihn ins Trainingslager zu schicken. Das ist echt happig, Alter. Und ja, machen wir einfach mal 20.000 Holz. Schon wieder weg. Boah, ich komme mit dem Holz gar nicht mehr hinterher, ey. Manchmal hast du zu viele. Ach, du Scheiße. Manchmal hast du zu viele, dann hast du auch mal wieder zu wenig. Gucken wir mal, was wir hier mit reißen können jetzt. Gut, erstmal ohne Zahn. Ich habe nicht genug Energie. So, da hinterher. Gleich mal das Feuerding auswählen. Hoffen, dass alle so ein bisschen in die gleiche Richtung fliegen. Ja, sind zwei schon mal in eine völlig andere Richtung hingehend. Die werden nicht angegriffen, der wird aber angegriffen. Das heißt, wir machen den hier mal mit platt. So Drachen nicht so viel verlieren. Schwinden die Schiffe von Drago auf jeden Fall sehr gut. Dann machen wir den noch schnell mit fertig. Okay, die beiden kümmern sich um den da. Und jetzt wird das angegriffen, aber den kann ich so nicht vernichten. 4 Schläge brauche ich dafür. Okay, versuchen wir es mal. Boots. Und nochmal. Fast, Alter. Na gut, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Haben wir gerade so den Schlüssel verloren, scheiße. Ich habe eigentlich gedacht, okay, machen wir das Schiff hier weg. Hätte ich mich doch lieber aufs Flaggschiff konzentrieren sollen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber was soll ich jetzt machen? Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Jo, weiter. Gucken, was uns Drago zu sagen hat. So nebenbei, wann habe ich eigentlich aufgenommen? Angefangen 1954, das heißt jetzt ungefähr, keine Ahnung, 2 Minuten oder sowas, nehme ich gerade auf. Damit ich immer so auf 10 bis 15 Minuten halt komme, damit ich nicht zu viel mache. Ja, Schleichwarnung for the win. Berg will also einen Kampf anzetteln. Das wird ihr erster und letzter Fehler sein. Okay, ja. Drauf geschissen. Nehmen wir das beide hier mit. Was kostet 25? Nö. Boah, je 11 Zahnräder gäbe es hier, ey. Alter Schwede. Nicht schlecht. Was war das? Ich dachte, wir hätten die Raubzüge von Ivan und den Verbannten gestoppt.
Wenn ich mir diese Schiffe so ansehe, dann haben wir ein weitaus größeres Problem als Alvin. Nur ein Mann verfügt über so eine Armee. Drago. Drago greift Berg an. Ja, ich war mir so Alvin bereits. Ja, ich auch irgendwie. Alvin war mir sympathischer. Was haben wir denn hier noch? Ja, wir haben zurzeit diese mega Special-Aktion. Ozans Schlachtrüstung. Geht es noch 46 Minuten. Ist wahrscheinlich jetzt schon zu spät für mich. Weil wenn ich das hier suchen will, da 6 Stunden und ich brauche 10 Stück davon. Das heißt, ich brauche 60 Stunden und dadurch, dass es nur noch 47 Stunden geht. Kann ich es also dementsprechend schon vergessen. Außer ihr habt natürlich dann irgendwann mal 5000 Mal Glück und ziehe 2-3 Stück auf einmal. Würde ich jetzt aber vielleicht nicht so drauf bauen. Machen wir Hacker-Dau, der sammelt nämlich ganz gut Holz. Den rüsten wir jetzt nochmal hoch. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gucken wir mal. Alter, 6400 Holz. Ich komme mit dem Scheißholz echt nicht mehr hinterher, Leute. Des Weiteren muss ich eigentlich meine Holzdinge mal aufrüsten, damit ich mehr Drachen auf Holzsuche schicken kann. Habe ich fast die 550.000 Fische. Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel. Jetzt noch so knapp 70.000. Aber die sammeln ja recht gut. Derweile gibt es eigentlich nicht mehr viel zu machen. Jetzt habe ich die Wikinger hier auf 160 halt schon hochgerüstet. Wie man halt hier sehen kann, kann ich nicht mehr viel machen. Vielleicht sollte man sich doch mal überlegen, so ein bisschen Holz mal so zu kaufen, damit man mal vorwärts kommt. Ach, da will ich doch jetzt nicht da drauf. Ich will jetzt nicht hier. Gucken wir mal. Ja, okay, 100 Runen für 100.000 Holz halte ich ein bisschen für arg viel. Vor allem, weil 92 Runen mehr 500.000 Holz schon bringt. Also ich weiß nicht, das macht keinen Sinn. Daher belassen wir es eigentlich auch schon direkt dabei. Ich habe meinen Vorrat an Drachen wieder ein bisschen aufgefrischt. Könnt ihr auch mal reingucken. Den fesselnden Tod habe ich zurückgebracht hier. Riesenhaften Albtraum ist drin. Ein Gronkler habe ich wieder, habe ich immer noch hier halt, ne, ist klar. Und den Wechselflüger. Dann Rauch verschwindet. Ach nee, der Donnerkreis. Das ist der Donnertrommler. Hat mir jetzt auf den ersten Blick nicht viel gebracht auf Level 13, deswegen weiß ich nicht, ob ich da weitermache. Dann den wahnsinnigen Zipper habe ich hier. Sucht auch nicht unbedingt geil. Weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht außerhalb. Müsste ich vielleicht mal ein bisschen trainieren. Ich habe mich aber so ein bisschen auf die Distanzdrachen jetzt konzentriert. Daher habe ich die anderen jetzt so ein bisschen im Hintergrund jetzt gelassen. Und nicht großartig ja beachtet. Was vielleicht nicht ganz so clever war. Der Rauchverschwinde-Qualm-Verteidiger, der lohnt sich vielleicht nochmal hoch zu leveln, aber auch halt nur, um noch ein Monster zu haben, einen Drachen zu haben zum Angriff oder sowas oder zur Verteidigung. Dann haben wir halt noch hier den, ja, schnappende Falle der Verteidigungsform, den humpelnden Grunzer und noch einen tödlichen Nadder, weil die relativ gut suchen, deswegen habe ich den nochmal gelassen, als ich ihn gefunden habe. Rauchverschwinde-Qualm. Na, können wir mal ein bisschen reinklatschen hier an den Fisch. Ja, kein Problem. Machen wir einfach mal schnell Putz. So, jetzt hat er Level 12 erreicht. Hat 7 plus 1. Ist echt nicht viel ab Level 12. Haut mich jetzt nicht gerade um. Ich weiß nicht, ob sich trainieren lohnt. 4620 Holz, komm. Ach, ist eh gerade besetzt. Trainingshalle. Daher können wir eh nicht viel machen. Dann lassen wir es einfach gleich. In 17 Minuten ist er fertig. Und in 31 Minuten ist er dann erledigt. Okay. Ich komme also nur gemächlich vorwärts. Ich muss also jetzt erstmal darauf achten, dass ich jetzt trainiere. Erstmal muss die Akademie aufgebessert werden. Und wenn die Akademie aufgebessert wurde, werde ich mich um das Ding hier kümmern. Boah, währenddessen werde ich mich darum kümmern und danach wird das Fischhaus aufgebessert, damit auch ein bisschen mehr Fisch sammeln kann oder mehr Drachen am Fisch suchen können. Da hat der riesenhafte Albtraum ja auch ein bisschen was zu tun. Zurzeit ist eigentlich nur da, um zu existieren. Obwohl auch Level 25 und gerade bei 7400 Fisch in der Stunde, das ist echt nicht geil. Hier unser Kollege ist zum Beispiel Level 27 und sammelt jetzt schon 15.000 Fisch. Costa Quanta 240.000. Ey, ich will echt den Füßern den Tod gerne trainieren. Aber 240.000 Holz, das ist gerade habbelig. Die kann ich gerade echt nicht aufbringen.
Von daher lassen wir es auch erstmal. Ich habe hier sozusagen mein kleines Dörfchen hingemacht, wie man sehen kann. Es ist jetzt, die meisten Häuser sind jetzt erstmal hier platziert, weil mir dann doch der Platz für die Drachen lieber ist. So, Drago kann erneut herausgefordert werden. Können wir aber nicht, weil wir nicht genug starke Drachen haben. Wie man sehen kann, habe ich ein bisschen strukturiert. Hier sind die Holzsammler. Hier sind die Fischsammler. Und hier sind die Allessammler. Die sammeln halt alles. Ich würde sogar fast sagen, dass ich gleich den Regenschneider nicht mehr Fische sammeln lasse, sondern Holz, weil der 25.500 Holz in der Stunde sucht. Was mega gut ist. Unser tödlicher Nader hier halt nur 14.000. Daher würde ich sagen, wir switchen die beiden mal gerade. Ja, ist ja gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Komm, du kannst das suchen. Du suchst jetzt Fisch. Gucken, ob wir jetzt mal hier ein bisschen vorwärts kommen, dass wir gleich den Holzding mal aufrüsten können. Aber ich kann halt auch keinen Fisch mehr halt suchen lassen. Eres Schiff ist auch repariert. Sehe ich gerade. Das Ding haben wir jetzt auf Level 4 hochgepusht. Auch praktisch. Und deren Drachen man muss die echt kaufen. Das finde ich halt ein bisschen doof. Du hast das Haus gebaut und dann kannst du erst den Drachen kaufen. Das hätten sie auch ein bisschen anders machen können. Naja, zur Zeit meiner Aufgaben haben sich nicht viel verändert. Suche einen Holzkauer im ewigen Cliff, muss ich jetzt noch machen. Dann habe ich diese Aufgabe erledigt. Vervollständige eine Sammlung exotischer Drachen habe ich hier. Immer noch, die habe ich schon ewig. Und mein Papis Liebling. Trainiere Einflüsse und den Tod um 3 Level. Ich glaube, ich habe diesen flüsternden Tod hier. Wo ist er denn? Da, dieser hier. Den müsst ihr jetzt ins Traininglager schicken. Und dann hätte ich den Fürsten Tod auch um 3 Level hochgepusht. Dann hätte ich das erledigt. Was mir jetzt aber auf die Schnelle auch nicht viel bringt. Das Fischhaus ist auch freigeschaltet. Aber dafür brauche ich 250 Wikinger. 40 Stück. Okay. Was machen wir denn jetzt noch in der Zwischenzeit? Gerade hatte ich eine Idee, was man noch machen könnte. Achso, den habe ich nochmal fast freigeschaltet. Jetzt brauche ich den grünen Tod und dann kann ich mich darum kümmern, den hier zu kriegen. Der Immerflüger. Erhalte ein neues Holzfällergebiet. Ist schon mal mega gut. Schalte Jungdrachen frei. Auch mega gut. Und aktiviere einen Verstärker, um den Holzsammelrat zu steigern. Genau das, was wir halt brauchen jetzt im Endeffekt. Daher bin ich ganz froh, wenn wir den endlich haben. Wir können ja mal kurz gucken, was wir für den sweeten grünen Tod hier noch gebrauchen können. Da fehlt uns jetzt noch einmal diese Frucht, drei Ketten und drei Äxte. Die Äxte sind relativ schnell zu finden, finde ich. Hier unten fehlen die Punkte, merke ich gerade. Jo, hier fehlt uns noch ein Panzer, dann könnten wir ein paar Fische holen, aber das machen wir jetzt eh gerade nicht. Fischvorrat, ja, müssten wir auch auf 505. Es ist also schwierig, wir haben jetzt einmal das hier, was wir mit 565.000 Holz verbessern müssen. Wir haben einmal das hier, was wir mit 570.000 Holz verbessern müssen. Wir haben einmal das hier, was wir mit. Ah, okay, das sind natürlich jetzt die 550.000 Fische. Das hier müssen wir mit 550.000. Daher würde ich sagen, ich konzentriere mich erstmal darauf, das Trainingslager aufzubessern. Und dann kümmere ich mich darum, dass das Fischlager besser wird. Und dann kann ich mich um die einzelnen Drachen kümmern, dass die leveln können und dass sie dann genug Fisch und Holz dann ran schaffen können. Hoppala, Entschuldigung. So. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ich kann noch mal ein bisschen Fisch sammeln, auf dass wir diese 550 mal kriegen. Putz, 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 dutz, dutz. Okay. Ach so. Das hätte ich einsammeln müssen. Entschuldigung. Der Regenschneider, das ist so Schnauze. Das ist so ein Glücksfall gewesen, dass ich den aus dem Booster gezogen habe. Mega gut. Der hat mir auf jeden Fall schon ziemlich schnell einiges rangeholt.
Wenn natürlich irgendwann diese Ansage kommt, du musst jetzt einen Regenschneider suchen. Das ist er dann. Leck mich, du Schwanzi. Gut. Also mir geht langsam auch dieses Weiß hier auf dem Semmel. Ich hoffe, dass es irgendwie nur wegen Winterzeit ist. Oder ob die irgendwann mal dieses Schneeding hier wieder wegmachen, weil ich weiß nicht, es ist hässlich irgendwie. Ich finde es abgrundtief hässlich. Ich hätte es lieber grün. Wäre mir lieber. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch wieder Ansichtssache. 10 Minuten ist der fertig. 24 Minuten ist der fertig. In 4 Stunden kann ich mir ein neues Paketchen öffnen. Also was mal interessant ist von diesen Dingern hier, ist halt dieses Paket hier. Weil im Endeffekt mal 15 Euro, ja gut, mal 15 Euro mal ausgeben, okay, mal gucken halt, ne. Fährt man ja mal Glück und findet einen passenden Drachen, der halt ordentlich Fisch oder Holz sucht. Und vielleicht auch ein bisschen was an der Verteidigung mit beitragen kann. Ansonsten, wo kann man denn nochmal gucken? Hier kann man gucken, genau. Zu finden. Ich glaube, den suche ich gerade. Ich weiß auch nicht mehr warum. Ja gut, das Ei wäre halt mal ganz sweet, weil, ja, ich meine, 620.000 auf, ja gut, man muss aber denken, auf Level 95 halt erst. Kann ja bis zu 620.000, aber davor ist er halt auch schon mal mit ein paar 15.000 oder sowas dabei. Was mich halt wirklich vorwärts bringen würde. Deswegen habe ich, glaube ich, gerade auf diese Suche geschickt. Ich weiß es nicht mehr. Den lieben ohne Zahn. Wo ist denn mein ohne Zahn? Da hinten. Ist noch 4 Stunden unterwegs. Die normalen Drachen, die ich zurzeit finden kann. Ja, weiter hier hinten. Die habe ich jetzt alle wieder durch die Pakete halt bekommen. Diesmal lasse ich sie halt drin, weil, ja, komm, Arsch lecken, weißt du. Ist jetzt auch egal. Rauchverschwindequalm, gut, muss ich jetzt nicht nochmal unbedingt suchen. Reißzahn war jetzt. Reißzahn habe ich, glaube ich, nur gesucht, weil. Hier was ich gebrauchen könnte. Was findet denn der so? Okay, 338.000 Holz. Dann sucht er aber erst ab Level 95 sucht er einen Tag lang. Ach so, okay. Einen Tag lang sucht er dann Holz, ey. Lieber Scholli. Was macht der denn so? Der sammelt zum Beispiel nur Fisch, okay. Ein Donnertrommler. Ich glaube, zur Zeit suche ich auch den Taifumerang. Den kriege ich bald frei. Was kann der so? Ja, ist eigentlich auch erst so ein Fischsammler. Der leuchtende Fluch. Ist auch ein Fischsammler. 1 Million Fisch sucht er dann, weil er das in 13 Stunden heißt. Er sucht nur 13 Stunden und findet er 1 Million Fisch. Das ist echt übertrieben krass, ey. Daher muss Onitsa mal ganz schnell auf Level 34. Ich kick gerade mal auf die Uhr. Um 52 habe ich angefangen. Jetzt haben wir 8 nach. Das sind 8 plus 8. Sind 16 Minuten jetzt. Sind wir schon 16 Minuten dabei? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann geht's noch die 550 Fisch suchen, aber die werde ich jetzt mit euch nicht finden können und ich will es auch nicht zu lang machen lassen. Wenn ihr sowas natürlich ein bisschen öfters sehen wollt, dann einfach in die Kommentare schroten. Aber übrigens, ihr könnt auch die Drachen hier benennen. Es ist ja die Möglichkeit hier, Dios mir. Man kann also denen einen Namen geben und wenn ihr daran Interesse habt, ihnen einen Namen zu geben, dann schaut einfach mal in die Kommentare. Sagt, welchen ihr Drachen wie benennen wollt. Da steht euch die freie Wahl zu. Wenn ein Drache natürlich dann schon benannt wurde, bleibt auch bei dem Namen. Das heißt, kannst du nicht diesen tödlichen Nadder nicht lieber Blabla nennen oder kannst du den schrecklichen Schrecken nicht dann doch lieber so nennen. Dann ist er einmal hergegeben, dann ist er weg. Das ist ganz einfach so. Damit ihr so jetzt darüber informiert seid, gerne in die Kommentare schroten, dann könnt ihr jetzt ein bisschen mitmachen. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Wie immer, schrot alles in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!